Willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Ich habe mal wieder meine Steam-Wunschliste neu exportiert und es sind weiterhin über 100 kostenfreie Spiele, die hier in der Auswahl zur Verfügung stehen und daher gleich erstmal die Selektion für diese Folge. Astro Lords. Ja, ein Spiel, in dem man irgendwie irgendwas im Weltraum macht, soweit ich mich noch daran erinnern kann, und ich glaube, irgendwelche Raumschiffe zusammenbauen kann. Aber gleich werde ich schlauer sein und dann mal sehen, wie spannend das Spiel sich spielt. So, das Spiel selber will 971 MB installieren und benötigt dafür einen Download von, naja, knapp 300 MB. Das sollte ziemlich flott abgeschlossen sein. Also, vor einiger Zeit hat ein Komet die Erde passiert und dort haben wir, nachdem wir das Ding erkundet haben, so etwas wie Runen gefunden. Und mit diesen Runen haben wir dann geschafft, Raumschiffe zu bauen, Space-Traveling und so weiter und so weiter. Sind jedenfalls in das Universum aufgebrochen, haben dann noch mehr von diesen Runen entdeckt, haben das Sonnensystem besiedelt und dann bis zu dieser Ort-Cloud, wo wir noch mehr von diesen Runendingern gefunden haben. Danach haben irgendwelche Leute angefangen, Asteroiden zu besiedeln und irgendwann geherrschte daraus dann nur noch das Gesetz des Stärkeren. Jedenfalls ging es dann um militärische Auseinandersetzungen. Das Recht war auf dessen Seite, der es letztlich durchsetzen konnte. Und danach kamen noch irgendwelche anderen komischen Aliens, die jetzt in dieser Cloud auch irgendwas anstellen wollten. Für Menschen und Außerirdische ist das Ganze einfach dann zu klein und mal gucken, was ich jetzt genau machen kann, um mir eine Basis zusammenzusetzen und irgendetwas anzustellen. Also, auf geht's! Enter the name for your asteroid. Hallo Chief Advisor, my advice and tasks will help you development. Gut. Du hilfst mir also, dass ich das Ding möglichst schnell aufbauen kann. Astrolords, Version 2.1.1. Also, was gibt's? You find always Quests, Event-Tabs hier und so weiter. Gut, Science, Construction, Goal, Study the Science of Construction Level 1. Also, das ist dann Forschung und Entwicklung. Kling-Klong. Construction Line. There is no science. Advanced Constraint. Okay, Study. Necessary for Study is one. Eins und wahrscheinlich ist das eine von diesen Runendingern, die ich dann irgendwo sammeln muss. Und das Ding ist schon abgeschlossen. Okay. Also, Schiff Construction abgeschlossen. Belohnung. 150 Kristalle. Was gibt es hier noch? Mikrochips. Und Credits. Okay. Ja, mit dem Zeug. Gut, jetzt Kraftwerk, Cyberfactory und Mine bauen. And before you construct a new type of building, you need to study a relevant science. Okay. Science Panel. Ja, Power Plant. Was heißt denn das mit dem Sternchen da? Ist das Study Speed on all Asteroids 2,0 oder 2000 pro Stunde? Also Temporary Modifier 100%, wahrscheinlich deswegen, weil ich gerade Anfänger bin und ansonsten bekomme ich 1000 pro Stunde. Das heißt, die anderen werden wahrscheinlich um einiges teurer, okay, 400.000 von Anfang 1. So, die Cyber Factory kostet mich auch nur 1. So, die Construction Queue kostet mich 100.000, 45.000, also ja, da kommt noch einiges auf mich zu. So, eine Mine sollte ich auch gleich noch machen. So, für die Tutorials ist das alles unproblematisch. Aber ich kann die anscheinend nicht speichern, oder? Das heißt, die werden zwar pro Stunde produziert, aber wenn ich sie nicht benutze, dann sind sie futsch. Dann machen wir doch gleich mal die Captains. The Cyborg specialized in accelerating the production of cyborgs and receiving a premium ship.
upon gaining for their first piloting skill. Premiership is survival parrots at level skill 3. Cyborgs production. Order of Cyborgs. Increase the number of Minibots. Drohnenkontrolle. Und Cyborg-Kontrolle. Premium Cruiser. Ja, muss ich den jetzt für jeden jeweils neu erstellen? Ach hey, wie viele. Oh, ich kann mir hier dann einen aussuchen. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu früh. Ah, Captain Class. Okay, er muss mich erstmal damit jetzt auseinandersetzen. Also, was habe ich denn jetzt hier alles? Wie viele verschiedene sind es denn? Cyborg, Scientist, Warrior, Spy, Navigator, Manufacturer, Defender, Cyborg, Scientist, Warrior, Spy, Navigator. Wie oft ändert sich das denn? Naja, also als erstes werde ich mal den Scientist dann nehmen. Da war jetzt, glaube ich, nur einer dabei. Scientist, Specialist in Science and Gain Experience in his Leadership Skills. Genau. So, was hast du denn? Increase Amount of Experience this Captain can gain. So, decrease the Energy Consumption of all working buildings on the Asteroids, when this Captain is currently located. Okay, das heißt, ich kann mehrere Asteroiden besiedeln. Dann Schiffenergie verbessert, dann Lot Capacity on the Asteroids, when this Captain is located. Okay, kann ich mehr Handel betreiben. Und natürlich, dass die Geschwindigkeit für die Forschung erhöht wird. Gut, SPSC. Schuss. Besonders lange Namen kann ich auf jeden Fall nicht vergeben. Also, dann machen wir gleich mal die Nano-Facility. Die ist natürlich auch sofort abgeschlossen. Und das Ding kann ich gleich hinterher machen. So, 50.000, 210, 240. Cyborg Factory Level 2. Ja, dann machen wir erstmal das Arsenal. Alles hier to build in Arsenal Level 1 bis 5. Das wird ja wenigstens ein paar Minuten dauern. Und ich kann auf das Construction Menu. Habe ich eigentlich vom Advisor noch irgendwelchen? Ach ja, genau, ich soll ja das Zeug bauen. Powerplant, Cyborg Factory und die Mine. Also eine Mine. Ich werde mal mit dem Powerplant anfangen, sonst habe ich keine Energie, um das Zeug nachher zu betreiben. So, kostet mich 150 Geld, das habe ich. Geldeinheiten habe ich genug. Wo sind denn meine Ressourcen für die Kristalle zu sehen? Kostet 6 Sekunden und braucht 4 Cyborgs oder was? Also Konstrukt. Ist egal, wo ich die hinsetze. Also einfach dran setzen. Powerplant. Click open the construction menu. Ja, ist ja gut, mache ich ja schon. Ich habe doch gerade ein Powerplant hingesetzt, du Keks. Ja, jetzt ist es fertig. Okay, also Production, Cyborg Factory. Jawohl. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was es hier mit dem Rand auf sich hat und wie weit ich den dann ohne weiteres ausweiten kann. Aber setzen wir uns erstmal dran. Vielleicht kann ich es ja später auch relativ gut umplatzieren. Ja, ich kann so move. Das scheint aber so ein komischer Premium-Währung zu kosten. Na super. Congratulations, my Lord. The Cyber Factory can be built. Now it's time to build the mine. The crystals extracted by the mine are crucial for the construction and production. Also ich soll 3 Arbeiter produzieren. 20 von 275. Wie viele kann ich denn maximal haben? Also machen wir erstmal 3. Max Order sind 10. Und dafür brauche ich zumindest nur Energie. So, die Forschung ist abgeschlossen. 50.000. Tech-Warhaus. Okay, machen wir das nächste. So, die Mine soll noch gebaut werden. Ressourcen. Crystal Extraction 1.000. Crystal Storage Facility 600. Ah, sagt bloß, ich habe bisher noch gar keinen Speicherplatz für das Zeug. Okay, und das muss ich dann da hinten auf diese Kristallfelder bauen. Das heißt, da habe ich nur eine sehr begrenzte Anzahl. Ja, warum sollte ich...
So, gleich mal nachgucken, was jetzt hier die Premium wäre. Ah ja, da werde ich auf die Webseite umgeleitet. Und diese Teile kosten, also das ist Deuterium und kostet mich 4,49 Euro für 375 Deuterium. Ich weiß gar nicht, ob das Steam so lustig findet, wenn diese Einkäufe dann eigentlich über eine andere Webseite stattfinden, statt über Steam selber. Ja, auf jeden Fall kann man bis 450 Euro ausgeben für 55.000 Deuterium. Mal schauen, zu welchem Zeitpunkt hier dann eine echte Paywall kommt. Und was kann ich eigentlich hier? Ah, okay, das heißt, die kann ich aber auch eintauschen. So, was genau passiert da? 1:1. So ist natürlich nur die Frage, wo ich das grüne Zeug herbekomme. Aber auf jeden Fall kann man die Premium-Währung offensichtlich auch erwerben. Mal gucken, was das hier dann genau für ein Zeug ist. Tritium. Tritium ist the most valuable resources found in the Oak Cloud. Dann mal gucken, was hier dabei steht. Also very best you can purchase rare ammunition. Okay, das sind genau die Premium-Services dann halt. Aber erstmal weiter in den... Wie soll ich jetzt die Nano-Factory bauen? Ich will erstmal von meinem Advisor meine Belohnung haben hier. Also, 10 Cyborgs, 10 Worker gibt es dafür. Dann mal her damit. Und Minibots, Repair-Moduls. Gut. Okay, und schon geht das Militär los. Also Nano und Laser soll ich bauen. Nano. Okay, ich habe aktuell 25 von 30, das heißt, ich sollte erstmal noch einen Energiereaktor bauen. Kann ich den upgraden? Ja, kann ich. Level 1 bis 5. Energy Consumption. Das ist doch okay. Eine Minute dauert das Upgrade. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ich hier eine Übersicht... Ah, jetzt habe ich hier meine Kristallanzeige. Alles klar. 1000 von 800 irgendwas. So, Forschung. Forschung läuft noch. Das ist sehr schön. Werden die wenigstens nicht verschwendet. Und Nanofactory. Dann fange ich die auch schon mal an zu bauen. Mal gucken, ob ich, wie viel ich parallel überhaupt bauen kann. Oder inwieweit die Sachen dann zu beschränkt sind. Und was jetzt? Ja, cute. Okay, also parallel bauen kann ich nur eine Sache. Confirmation. Insufficient slots in the building queue. Increase their number, study a relevant science or purchase a premium account. Okay, das Upgrade ist abgeschlossen. Jetzt habe ich 15 von 40 frei. Beziehungsweise 15 von 40 belegt, also 25 habe ich noch frei. Kann ich den jetzt eigentlich irgendwie abschalten, damit er zumindest keine Energie verbraucht? Weil eigentlich macht er ja aktuell nichts. So, das zweite, was ich bauen sollte, war die Laser Factory. Die braucht auch nochmal 10. Das heißt aber, ich brauche vorher auf jeden Fall noch ein zweites Power Plant. Wieso er mich darauf nicht hinweist, oder will er eigentlich, dass ich extra erstmal in diese... in irgendeine Power-Out-Falle tappe, dass sich dann die Stromversorgung zusammenbricht. Also Production, Laser Factory wird eh erst gebaut, wenn das andere Ding fertig ist. Und her damit. Auf jeden Fall wird so der Asteroid ziemlich schnell voll. Und... okay, weiter reinzoomen kann ich nicht. Weiter rauszoomen schon. Hey, was ist das denn? Eine Starbase. Disable. Null Officers, null Artefacts und 0 von 30 Runen. Kanonen. This cannon fires basic emission. Radars. Each radar increases the number of sectors you can see in the cloud. Okay, was los? Ah ja, genau, abgeschlossen. Was ist das? Instant Laser. A weak laser beam that instantly fires in specific direction. Das kann ich dann wahrscheinlich zum Kamikaze Battle Drones. Okay. Und noch mehr Mikrochips. Training Battle, Laboratory. Oh, Moment. Also drei habe ich schon abgeschlossen. Und es gibt aktuell einen vom Laboratory.
Und Training Battle. Take part in a training battle. Hint, in order to get to the arena, you first need to hire a captain. To do so, so will you need to study the science of captains. Okay, den habe ich ja schon engagiert. Das heißt, den kann ich dann direkt loslegen. Und was willst du, build the laboratory? Before you begin the construction of a new type of building, you need to study the relevant science. Ja, ja, okay, klar. Das Laboratorium. Nein, noch nicht. Ich will. Oh, okay. Also, before you hire a captain, bla 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 bla. Okay, stell also mal. 3 instant lasers should be enough. For the first battle. Ich habe doch schon 10 bekommen, oder? Das waren noch 10 Stück, die ich vorhin bekommen habe. Oh, meine Forschung ist zu Ende. Dann muss ich gleich noch eine neue beauftragen. 50.000. 30.000. 210, okay. Ja, ich glaube, da ist klar, was als nächstes. Construction Factory, Rocket Factory. Also los. Kann ich die jetzt eigentlich direkt in die Queue setzen? Cute. Study. Are you sure to want to stop start? Nee, will ich nicht. Achso, gehen die eigentlich dabei verloren? Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem cute. Science Queuing is available with a Premium Account. Purchase Premium? No, not yet. Okay, also die kann man dann mit der Dingsbums kaufen und über das ganze Zeug. Na gut. Gut, dann warte ich halt, bis es fertig ist. Okay, ich sollte jetzt irgendwelche Laserdinger produzieren. Gut, dann 3 Stück davon. Ach, das ist doch das verfügbare Energieniveau. Das heißt, sie verbrauchen tatsächlich nur, wenn sie arbeiten, Energie. Naja, okay. Ja, das muss man dann auch immer erstmal wissen. Ist es jetzt in Benutzung oder ist es letztlich das, was frei ist? In dem Fall ist also die Energieanzeige das, was an Energieeinheiten frei ist, und die Gebäude verbrauchen keinen Strom, solange sie nicht etwas produzieren. Enhancements. Construction line, adds one construction slot. Hey, wie kriege ich das denn? Everything that can increase basic parameters and characteristics, captain skills, artifacts und so weiter. Crystal, cyborg, science, consumption, verbrennende Nahrung. Wie lange dauert? 3 Stunden! Nein, das ist zu viel für das Video. Das muss ich dann später starten, wenn ich jetzt noch ein bisschen was machen will. To equip your ship, go to the hangar by right-clicking. The round ship on the right. Also, use the mission produced at the laser factory. You can also load more minibots. Once the ship is ready, proceed to the arena. Here you can train your captain, repair your ship, load it with a mission. Gut. Was genau kann ich jetzt hier alles anstellen? Also, erstmal das ganze Zeug zusammensetzen. Gut, also Laserbeams. Da kann ich mehrere reinladen. Weak Laserbeam is intensifiers in a specific direction. Okay, machen wir erstmal 5. 6, 5. Load. 5 Laserbeams und nochmal 5 Laserbeams. This type of is already being used in another slot. Ah, okay, ich sollte also immer nur die gleichen verwenden. Drones. Ah, okay, dann kann ich die Drohnen auch noch mit dazu nehmen. Gut, machen wir auch nur 5 rein. Er hat ja eh gesagt, dass 3 reichen. So, Munition. Ne, Minibots. Universal Repair Modules, essential for repair and reconstruction of ship. In effect of the ships are made of minibots. Okay, die Schiffe bestehen also aus Minibots. Aus der Nanofactory. Und so weiter und so weiter. So, das Schiff hat aktuell 100. Und okay, dann lassen wir es mal bei 150. 200 kann es laden. Und 100 habe ich verfügbar. Wieso hat denn das... Ach so, 100 ist sozusagen die Basis, aus denen besteht es sowieso, und die 50 kommen dann als Reparaturressource dazu.
When the search were overfull, the numbers turned red and the minimum speed to disintegrate. Okay, ich sollte also nicht zu viele von den Dingern herstellen. Now we can proceed to the arena. Click to the round shield. Okay, also auf zum ersten Kampf. Oder vielmehr Tutorial. This is the arena, Tome of Intense Combats. Okay, your first battle will be a practice bout. This means all your ammunition and minibots will be restored after battle. Oh, vielen Dank auch. Also ich verliere jetzt zumindest nichts. But when it will come to real battles, the reward for your expense will come in form of your captain's experience. Not to mention prize credits. Practice bouts offer no reward. Your only gain will be whatever you could scavenge on the battlefield, providing that. Okay, also ich bekomme nur das, was ich dann nachher später auch wirklich raushole. Okay, ich nehme an, dass da ist das Ding, was ich jetzt anstellen soll. Also, mein SPS-Ski. Movement. In order to move your ship, you need to click on the movement button for the ship's hull, drag it into the necessary direction and release the button. In order to fire, you need to click. Okay. The farther you will fire, release the button. To restore damage shield, press the shield button. Okay, das ist mein Schiff. Ja, sieht ganz so aus. Das ist das Enemy Ship. This is a basic missile that has unlimited charge. Ah, okay. Das heißt, die verbraucht zumindest. To fire, click on the icon, drag it. Okay. If you will. Movement. Jawohl. This button restores your shield. You can also use hotkey to control your ship in battle. Okay, ich nehme mal an, das sind die 1, 2, 3 und Q, B, E und so weiter. Okay. To show hide hotkeys, press the keyboard button. Energy bar in action. Okay, energy is restored automatically. Okay, so, Fire Laser Beam. So, ein bisschen Abstand. Keine Ahnung, wo der im Moment hinschießt. Meine Schilde sind anscheinend immer noch voll. Ha, er ist ausgewichen, Drecksack. Wo schießt denn der überhaupt hin? Der schießt doch komplett in die falsche Richtung. So, jetzt machen wir mal noch so ein Kamikaze. Ding. Super. Aber er hat trotzdem getroffen. Das heißt, es ist noch irgendwie Weihnachten, weswegen dann noch diese ganzen komischen Sachen da angezeigt werden. No trophies or reward received. Na super. Spend. Kein Experience. You won. Spend. Spend 4. Spend 4 was? Okay. You have handled just fine. Now show me that you have learned. But remember, this is not a training battle. Enemy hits will do less damage, since you are a newbie. Okay, ich benehme zwar weniger Schaden, aber es ist ein echter Kampf. Wieso habe ich denn so viele Schiffe? Die sind doch nicht alle meine, oder? Wen oder was schieße ich denn hier überhaupt? Ah, okay, da drüben sind die. Kann ich die Weihnachtsbäume einsammeln? Ah, okay, ich sollte vielleicht nicht gegen die Asteroiden fliegen. Aber das sind die Sachen, die ich dann einsammeln kann. Ups. Kann man die auch einsammeln oder sind es gefährliche Sachen? Hm, scheint nicht so gut zu sein. So, dann mal noch den Asteroiden sprengen. So,
So, also Alien Ships. Der andere geht gleich drauf. Jawohl. Ha, getroffen. Kann ich die jetzt einsammeln? Ich schätze mal. Los, weiter, weiter fliegen. Jawohl. Getroffen. Ah, das waren meine Schilde, die ich aufgeladen habe. Das war gar nicht beabsichtigt. Hey, da ist noch ein... Ach nee, das ist ein Alien-Schiff. Nein, nicht weiterfliegen. Okay. So. Feuer. Ah, nicht ausweichen. Ja. Das mit der Navigation in diesem Bereich ist irgendwie ein bisschen umständlich. Zack. So, Move hierhin. Einsammeln. Einsammeln. Jawohl. Oh, jetzt habe ich nur noch die zwei Alien-Schiffe und beide sind gegen mich. Okay, da waren es nur noch eins. Gut. Und noch eine kleine Rakete hinterher zum Abschluss. Und einsammeln. Hey, da unten sind noch Kristalle. Hey, stopp. Ich will noch die Kristalle einsammeln. Reach Level 2 and gain 2 Skill Points. Okay, das heißt, die kann ich dann in irgendwas verkaufen. Also Mikrochips habe ich eingesammelt und Crystals habe ich eingesammelt. Gut. Verloren habe ich jetzt, glaube ich, nicht direkt irgendwas, oder? So, also zurück zu meinem Asteroiden. Ja, herzlichen Glückwunsch für deinen ersten Kampf. We were pitted against some captured alien ship outfitted with okay, mit Autopiloten. They were be sold for scrappy anyway. Gut. Ja, das fürchte ich auch, dass echte Gegner sehr viel gefährlicher sein könnten. Now receive your well-deserved reward from your military advisor. Ja, komm, gib mir meine Belohnung. Ein Bronze-Aruf. Battle-Rune. 2 Tage. Okay, das heißt, damit kriege ich dann wahrscheinlich irgendwelche Boni noch. So, Hellfire-Rockets. Und die Bomber-Dinger. Was ist das? Okay, noch mehr Minibots. Na gut, her mit dem Zeug. Communication. Reply to a message. You can open your mail by pressing the relevant button in the panel. Reply to a message. Habe ich überhaupt schon eine Message bekommen? Außerdem wollte ich jetzt mein Laboratorium bauen, du Nervbolzen. Also, Laboratorium. Laboratory, da ist es. Konstrukt. You need to study relevant science. Sehr lustig. Ich dachte, ich hätte das schon. Ah, da ist das Laboratorium. 1000. Okay, das dauert. Dann lieber erstmal die Construction Factory. Also. Welcome to Astromail. This service enables... Okay, die ganze Kommunikation, bla 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 bla. Und was soll ich jetzt reinschreiben? Irgendein Smiley? Ja, machen wir irgendein Smiley rein. Gut. So, jetzt weiß ich, wie die Kommunikation funktioniert und ich bekomme ein paar Credits dafür. Tuvaria, first steps. Take part in any three battles in der Arena within 24 Stunden. Innerhalb von 24 Stunden dreimal in der Arena teilnehmen. Na prima. Aber ansonsten gibt es hier, glaube ich, eh nicht allzu viel zu tun. You end here. Do not forget to pick up your reward in the advisor scenes. Other advisors require your attention. You now have any further questions. Consult the Astrolabs Knowledge Base. Okay, das heißt, jetzt geht's erstmal so richtig los. Oh. Also, ich habe meinen Powerplant schon erweitert. Kriege ich eine Belohnung dafür.
Dann, ich habe das Tutorial abgeschlossen. Kriege ich eine Auszeichnung. Und ich bekomme noch 10 von der Premium-Währung. So, das Laboratorium wird gerade erforscht. Increase the number of mines to 5. Unexpected discovery in a mine. Come back tomorrow to gather the crystals. Was? Before claiming your reward, make sure that you have built arsenals and that the asteroid has enough space for this much crystals. Okay, 20.000. Wie viel ist aktuell meine Reserve? Oh, ich bin im Moment eh schon drüber. Gut, ich muss sowieso mehr Minen bauen. Also, Minenproduktion. Das sind wahrscheinlich die, die im Moment die 5, genau, die 5 Consumptions machen. Also dann her mit den anderen. Nummer 1. Nummer 2. Achso, jetzt kann ich das nicht mal mehr in die Queue einstellen. Oder wie war das? Instruct. Um the Premium Service, open the Science Window. Wo kann ich denn... Ah, hier ist die Construction Queue. Okay, 100.000, aber das kostet eine ganze Weile. Finish um 15.34 Uhr 49 und jetzt ist es 15.30 Uhr. Gut, es dauert noch 5 Minuten. Also gut, jetzt kann ich aber die nächste Mine schon mal bauen. Und jetzt noch die letzte. Okay. So, damit wäre das nächste Advisor-Ding dann auch schon mal soweit durch. Cyber Factory Enhancement. Upgrade the Cyber Factory to Level 2. Gut, das machen wir gleich. Distribute your Captain Skill Points. And open the Encyclopedia of Astrolords. Oh. Das ist die Cloud. Und das sind die ganzen Lords, die hier irgendwo rumschwirren. Sollte ich in meinem Space Home, habe ich ja schon benannt. Aber ich habe meinem Lord noch gar keinen Namen gegeben. Invalid Name. Your name can only include uppercases and lowercases letters, numbers and underscores. Your name muss bis in 3 und 12 Characters lang. Super! Warum könnt ihr dann das Feld nicht gleich so einstellen, dass man nur das machen kann, dass es passt? Science Construction Factory 1 Level Studied. Also, Zeit für die nächste Forschung. So, was haben wir denn hier jetzt noch? 5.000, 30.000, 270. Na dann erstmal die Drone Factory. Ist auf jeden Fall günstiger. So, Study the Science of Tech Warehouse Level 1 habe ich bereits gemacht. Science Arsenal habe ich auch schon gemacht. Und Increase the Number of Mines auf 5 habe ich jetzt auch gemacht. Achso, jetzt muss ich wieder gucken, dass das ganze Zeug hier nicht genug Kapazität hat. Emotion that is consumed in battle. There are 4 types, rockets, lasers, drones and constructions. They are produced. Okay, dann muss ich erstmal mein Schiff anpassen. Und da einfach mal das Zeug reinladen, was geht. Also erstmal das Zeug da rein. So, 200 kann ich einladen und dann kann ich hier Constructions, was machen die? Ja, das ist klar, dass das uneffizient Dingsbums sind, okay. Also, das sind Raketen. Unload. Ja, super, unload alles. Okay, so, jetzt ist der Slot frei. Kann ich die Sachen da reinholen. Und die Lasersachen auch. So, dann sind die Sachen zumindest drin. Mich würde mal interessieren, was dieses Construction-Ding macht. Na, okay. Ja, ist ja schon angeloadet. Okay, jetzt kann ich es mir anschauen. Force Field. An indestructible force field unfolded in a specific direction. It stops its movement after 1 second and remains active for 6 seconds. Okay, damit kann ich die Schüsse irgendwie abwehren.
So, wo sind jetzt die anderen Sachen hin? Die du da... die da gerade entladen wurden? Ist das nicht aktualisiert worden, oder was? Okay, da sind meine Laser wieder. Boah, so ein Schock. Von wegen einmal entladen und das ganze Zeug ist futsch, oder was? Also, und dann noch wieder die... Gut, das sind die Nukes. 20 bis 45, 50 Energie, 30 Energie, Cooldown-Periode 9 Sekunden. Und das ist so eine Off-Speed-Teil. Nehmen wir mal das Ding mit. So, was sind das Ding dann für Slots, wenn das keine Ammuschen, also keine Munitionsslots sind? So, Reparatur ist auch genug. Ah, ich sollte ja meine Skills noch vergeben. Also, Rocket Volley Gun. Allows you to fire multiple rockets. Allows you to fire multiple lasers. Allows you to fire multiple constructions. Allows you to launch multiple drones. Und das sieht nach Premium-Zeug aus. Allows you to fire multiple unique. Ja, genau, das sind die Premium-Waffen. So, Leaderships. Increase the number of mini-bots you can store. Ship basic ammunition. Also, Munitionskapazität. Achso, habe ich die jetzt schon ausgelastet mit 24? Kann ich ja mal testen, wenn ich die rausnehme und versuche, die 20 da reinzubringen. Ja, ich kann maximal 8 Stück noch laden. Das heißt, das ist tatsächlich die maximale Kapazität schon. Also gut, rein mit dem Zeug wieder. Also... Oh, dann kann ich mehr Munition mitnehmen. Es heißt Amount of Experience as Captain can gain. Aha. Es ist begrenzt, wie viel Piloting, Leadership. Okay, Piloting habe ich schon was. Consumption 2 pro Stunde. Decrease the energy consumption of all working buildings except for factories on the asteroid where this captain is currently located. Increase the rate of energy restores in battle. Increase science speed. Genau, das war ja das eigentliche, weswegen ich ihn ausgewählt habe. Piloting. Allows you to manage a scout and upgrade it to a premium scout. Allows you to manage a frigate, a destroyer, cruiser, battleship, titan und Atlantis. Okay, machen wir erstmal mehr Experience, weil ich hoffe, dass er dadurch... Level 0 von 10. Next 5% mehr. Und kostet mich 1 Point. Der nächste kostet wahrscheinlich, kostet auch noch 1 Point. So, mal sehen. Energiewiederherstellung. So, das hier. Minus 3%. Wird wahrscheinlich am Anfang noch nicht allzu viel ausmachen. Aber hier für die Forschung 15%. Das ist doch schon mal ein ganz ordentlicher Bonus. Und machen wir gleich noch einen drauf. So, mal gucken, ob das wirklich sinnvoll ist. Keine Ahnung. Ah, hier kann ich aber auch noch ein paar Sachen reinpacken. Genauer eigentlich nur eine. Kann ich die dann eigentlich da reinpacken? Wieso, der hat doch den da. Ach so. Okay, der ist erst ab Level 6 verfügbar. Bis dahin habe ich erstmal nichts weiter. Officers habe ich noch keine. Artefakte habe ich auch noch keine. Und Runen habe ich sowieso keine. Ach doch. Naja, was soll ich sonst damit machen, wenn ich für sowas verwende? Also rein damit. Ich sollte hier doch... Das wird ja Captain Skill Points. Genau, das habe ich gemacht. Was kriege ich da? Eine Battle Drone. Okay, meine Forschung ist gerade abgeschlossen worden. Also, neue Forschung beauftragen. So, dann machen wir jetzt das Laboratory. Und das dauert dann jetzt noch 20, 25 Minuten. Genau, jetzt habe ich schon 30% Bonus. Das heißt, ich bekomme 2300. Wieso eigentlich nur 2300? Bei 1000 plus 30% und den globalen Temp. Aber der Temp ist anscheinend nur auf die Basis. Aber dann müssten ja die 30% auch wieder mehr sein. So ein Käse. Ist halt immer die Frage, was von wo berechnet wird. Enhance Asteroid. Number of Inventory Slots 1, Resource Cells 30, Cells Total 91.
So, das heißt, diese anderen Mining-Dinger, wobei, nee, es sind keine anderen Mining-Teile. Das Tech-Warehaus bringt mir mehr Platz für diese komischen Roboter und das andere Zeug. Also Roboter habe ich im Moment genug, aber hier für die Mikrochips habe ich noch nicht genug Platz. Da werde ich auf jeden Fall auch noch Platz brauchen. Und das Arsenal bringt mir Platz für die Kristalle. Davon brauche ich auf jeden Fall auch noch welche. Und im Moment baue ich ja eh nichts. Also Arsenal bauen. Bauzeit 5 Minuten. Wenn es weiter nichts ist. So, mal gucken, was haben wir denn jetzt hier noch alles an Items. Also das war der Store, wo ich gerade eben schon gelandet bin, wo ich alles Mögliche kaufen kann. Und zwar gegen diese komischen Credits. Warum sollte ich das ganze Zeug kaufen? Okay, das heißt, meine Storage Facility mit den 32 Einheiten ist wahrscheinlich auch das 20, 29, 30, 31, 32, ja, das sind die 32 Einheiten. Das heißt, da kann ich auch nur ziemlich wenig kaufen. Was up to 50% of the cost. Deuterium. Tritium. Okay, nur gegen Credits ist das Zeug da. Und das hier ist gegen Credits wahrscheinlich nicht verfügbar. Gegen Tritium ist es zum Teil verfügbar. Und gegen Deuterium um einiges mehr. Das ist ein interessantes Ding ist, kostet weniger in Tritium als in Deuterium. Und dann noch Erweiterungen. Salimbreisen, Second Rank. Ah, okay, Scrollen geht durchaus. The auction had not been active to study the Tritium Auction Science. Okay. So, Forschung läuft. Diplomacy, Non-Aggression, Raid, Espionage. Base so und so. Mhm. Asselat Freitag 9 Minuten. Eine halbe Stunde, um irgendeinen Piratenraid zu machen. Die Frage ist, wie gefährlich das ist und was kommt da am Ende bei raus. You can dispatch your spies to asteroids you find in the Oort Cloud. Allianz habe ich keine. Factions. Da weiß ich noch nicht genau, was, aber wahrscheinlich hat das nichts Spezielles bedeuten. Es sind halt einfach nur unterschiedliche Fraktion, wo bin ich jetzt eigentlich drin? Also mit den Minern bin ich alliiert. Okay, Faction Varias. Wieso bin ich eigentlich in den Varias? Habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Ich will lieber in die Scientists. Wie kann ich meine Fraktion... Ah, change. Choose the faction you would like to transfer to... Transfer will take 1 hour. Na super. Und es kostet einen so einen Dingsbums. Wieso bin ich in die Varia gestartet? Warum durfte ich mir das am Anfang nicht aussuchen? Freunde habe ich keine, logisch. Ich bin ja noch ziemlich neu hier. Okay, da wird auch wild gechattet. Nur, dass ich nicht gut Russisch verstehe, von daher... Okay, dann kriege ich nur noch meine Nachrichten angezeigt, die zuletzt vom System generiert wurden. Advisors haben jetzt aktuell auch nicht viel zu sagen. Okay, Arsenal ist gebaut worden. Jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Platz für die Ressourcen. We will need new factories. Build a rocket factory, construction factory and a drone factory. Vielleicht wäre es erstmal sinnvoll, noch ein bisschen die Power Plants. So schnell sind die 5 Minuten um? Habe ich jetzt so lange gequasselt? Das gibt's ja nicht. So, das gleich nochmal upgraden, damit ich von den Sachen nicht zu viele baue. Microchip warehouses are full. Your microchips are starting to disintegrate. You can either upgrade your existing tech warehouse or you can construct new ones. Ja, ja, super, dafür habe ich nicht genug Energie aktuell. Und es dauert außerdem eine halbe Stunde. Okay, das ist auch relativ klein. Kann ich es tatsächlich da hinsetzen?
Und braucht auch 5 Minuten. So, dann stürze ich mich jetzt nochmal in ein paar Kämpfe rein. Wie auch immer ich das eigentlich mache. Und die disappearen dann. Battle Mode Boss Fight against Aliens Level 53. Bin ich wahnsinnig oder was? Also normaler Equip. Okay, habe ich schon alles soweit ausgerüstet. Also auf in die Schlacht. Mal gucken, ob das irgendwie funktioniert oder ob ich da Team Deathmatch, Reaper, hallo? Ich glaube ja, weil ich spinne. Ich wollte eigentlich nur eine einfache Schlacht haben. So, auf jeden Fall sind da noch Weihnachtsbäume, die ich erstmal einsammeln kann. Ja, solange die da solche Entfernungen haben, kann man noch recht gut diesen Dingern ausweichen. Noch mehr Weihnachtsbäume. Da hinten sind auf jeden Fall noch Kristalle. Mal gucken, ob ich mir die holen kann. Noch ein Stück. Ach komm, das gibt's doch nicht. So ist das nicht sehr gut. Ah, ich sollte mal das Alienschiff da abschießen. Zack. Erledigt. So, jetzt hole ich mir was auch immer das da für Sachen sind. 21. Ey, du sollst mich nicht beschießen. Was, ich kann meine Schilde nicht mehr auf? Doch. So, und der ist auch erledigt. Mal das Zeug wieder einsammeln. Okay, im Moment sieht es zumindest noch nicht so kritisch aus, was diese verschiedenen Sachen da angeht. Okay, der schießt auf jeden Fall an mir vorbei. Das heißt, so Friendly Fire und so weiter gibt es anscheinend auch. So, noch ein Treffer. Hey, da oben sind noch Sachen, die will ich mir holen. Schilder aufladen. Was auch immer das für ein Zeug ist. Und ob ich das überhaupt einsammeln kann. Okay, das ist eher in die Luft geflogen. Mal gucken, ob das explodiert oder ob ich das einsammeln kann. Okay, das explodiert lieber. Mal gucken, ob das da das gleiche ist. Hey, er hat das letzte Alienschiff kaputt gemacht. Naja, zumindest habe ich ein bisschen Krimskrams eingesammelt. Credits und noch ein paar andere. Und, ah ja, deswegen Spend. Also ich habe 2 von meinen Waffen abgeschossen. Und ich sollte das ja eigentlich 3-mal machen. Gut, dann machen wir doch gleich, spielen wir doch gleich noch eine Runde. Genau, Stage as a Singleplayer. Reicht doch. Da sind Geschenke. Ballern einfach drauf los, ohne irgendwas
tatsächlich zielen zu können. Credits. Und Weihnachten. Hey, der hat den Dings da oben zerschossen, oder was? So, dann ist jetzt die Frage, ob diese komischen Kristalle da auch mit explodieren. Ja, anscheinend. Also die kann man auch nicht einsammeln. Also es ist alles eher so... Okay, die erste Stunde ist rum. Aber den Kampf haben wir jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. So, das heißt, dieses ganze andere Zeug ist alles eher so das Zeug. Was bedeutet, dass es eher einfach nur Schrott ist, der im Weltall rumliegt. Ja gut, daneben. Oh, wenn der den jetzt abschießt, dann bekomme ich da nichts ab. Ha, meiner. Ey, du Idiot! Wieso hast du jetzt das Zeug abgeschossen? Das ist ja echt ein Schrott, wenn das Zeug dann alles einfach kaputt geschossen wird. Jetzt fliegt dieses blöde Schiff da im Weg. Also zusammenstoßen kann man mit seinen Freunden anscheinend auch. Okay, jetzt sind meine Schilde fast im Eimer. Was ist denn das alles für ein... Ja, so langsam gilt es ein bisschen mehr aufzupassen, wie und was. Ha. Oh. Kann ich den jetzt einfach rammen? Naja, zumindest kann ich das Zeug da einfach mal jetzt einsammeln. Das war daneben. Oh. Mist. Jetzt ist das erste Mal mein Schiff kaputt gegangen. Ey, jetzt... Geh mir aus dem Weg. Wenn ich ihn jetzt ramme, dann geht er auch kaputt. Jetzt muss ich nur noch rechtzeitig das Zeug einsammeln. Dann sollte es eigentlich gewesen sein. Ja, 22 habe ich jetzt aufgebraucht dafür, dass mein Schiff repariert wird. Ich will jetzt zurück zu meinem Asteroiden. Und jetzt müsste ich ja eigentlich wieder was abgeschlossen haben. Take part in 3 Battles in der Arena bis in 24 Stunden. Okay, das habe ich gemacht. So Credits ist kein Problem, aber ich habe nicht genug Speicher für die Kristalle. Also, wo konnte ich jetzt die Kristalle speichern? Hier in den Minen. The crystals begin to disintegrate. Upgrade your or building new arsenals. Ja, aber die müssten sich doch auch upgraden lassen. Ja. Eine Minute dauert es nur. Und dann brauche ich schon wieder mehr Powerkraftwerke. Was bedeutet das da? Achso, das heißt, die produzieren alle nicht mehr, weil die voll sind. Hier kostet das Upgrade dann schon wieder eine Viertelstunde. Ja, das ist das, was dann schon wieder anstrengend ist, wenn dann die ganzen Queues voll sind und man letztlich hier irgendwie nicht viel machen kann, außer zu warten, bis das eine oder andere fertig wird. So, okay, das Powerkraftwerk ist jetzt in der Queue und dauert dann wieder 20 Sekunden. Und dann kann ich hier schon mal das nächste Upgrade für die Mine mit reinsetzen. So, hier kann ich auf jeden Fall noch weitere Captains. Rewards. For complete in the tutorial. Okay. Gifts habe ich aktuell keine.
Okay, dann kann ich mir meine anderen Sachen anschauen. Team Deathmatch. So, okay, die Kapazitäten reichen jetzt zumindest einigermaßen wieder aus und so, dass überhaupt etwas produziert wird. Wobei jetzt noch interessant wäre, wo ich hier sehe, wie viel ich im Moment produziere. Also 1000 von den Punkten, 1000 Kristalle pro, ja, pro was eigentlich? Ah, okay, da unten ist Base Total Producing 540 pro Stunde und 6000 kann ich speichern. Der macht aktuell gar nichts. Energie 7 von 70 und 63 sind aktuell frei. Ne, Quatsch, 63 werden aktuell benutzt und 2300 Punkte werden da generiert. Die Mikroprozessoren-Dinger sind auch fast voll. So, die werden auch nicht automatisch aktualisiert. Und ein neuer, okay, 1691 von 2000, um das nächste Level zu bekommen. Was ist das denn? Okay, ich kann den dann mehrere Stunden trainieren lassen. Was aber auch wieder Premium-Währung kostet. Und soweit ich davon ausgehen kann, ist, da ich hier eine Verteidigung brauche, dass die Basen dann auch geraidet werden können. Das heißt, dass man, sich natürlich gegenseitig überfallen kann und das alles so ein bisschen schön in 3D aussieht, aber ist aufgrund der begrenzten Möglichkeiten, die ich jetzt hier tatsächlich anstellen kann, doch etwas umständlich ist. Was hatte ich denn hier oben noch? Okay, das ist Ranking oder Rating und ich habe keine Mission aktuell. Das wäre jetzt eigentlich noch das Interessante gewesen. Also das mit den Battles habe ich jetzt gemacht. Für die Nano-Dinger habe ich hoffentlich noch genug Platz. Na, mal schauen. So, die Minen sind bereits abgegradet. Und ein New Tech Warehouse ist auch gebaut. Wo ist die Enzyklopädie? Ah ja. Astrolord Wiki geöffnet. Gut. Was sind das? Direktmessung. Premium-Dinger wahrscheinlich. Okay. So, das Laboratorium kann ich jetzt auch bauen. Okay, wo ist jetzt das Problem? Warum ist es nicht abgeschlossen? Microshots are starting this. Die Worker scheinen auch alle auf einmal produziert zu werden und nicht dann einzeln Stück für Stück. Also im Moment ist mir das Spiel insgesamt ein bisschen zu unübersichtlich mit den vielen verschiedenen Bereichen und Sachen, die da ineinander greifen. Ich weiß im Moment eh noch nicht genau, was ich jetzt mit den Explorern tatsächlich anstellen soll. Okay, so sieht das Ganze aus, wenn die Holiday Visuals abgeschaltet werden. Was zugegebenermaßen auf jeden Fall schon ein bisschen die Sichtbarkeit verbessert. Ah, okay, jetzt habe ich zumindest noch rausgefunden, dass hier verschiedene Spielmodi möglich sind. Naja, dann gucken wir, wo ich nochmal Against Aliens und mal gucken, ob ich da dann... Ne, okay, ich werde trotzdem in diesem Search-Modus da irgendwie umgeleitet. Okay, und jetzt noch einmal gegen nur ein einziges Schiff. So, aber die Kristalle kann ich jetzt einsammeln. Ja. So, der ballert da schon munter durch die Gegend. Okay, da hinten kommt er. Ballert er jetzt die Asteroiden weg. Okay, jetzt habe ich schon die ersten Schildtreffer eingesteckt. Genau, ich gehe mal da schön dazwischen.
Und ich versuche hier mal ein bisschen auszuweichen. Ja, super. Was, der hat meine Hüllenintegrität schon auf 80? Das kann ja gar nicht sein. Wie hat denn der da einfach so durchgeschossen? Super, daneben. Oh. Schnell meine Schilde wieder aufbauen. Komm her. Kann ich noch ein paar Kristalle einsammeln. Boah, jetzt hat er mich echt schon wieder getroffen. Los, flieg weiter. Oh no. Fuck. Und da liegen auf jeden Fall noch Kristalle rum. Oh, nur noch 42. Wie hat denn der das angestellt? Ich sehe überhaupt nicht, wann der mich trifft und meine Sachen zur Neige gehen. Schnell noch die Sachen einsammeln, bevor der da vor dir Battle zu Ende ist. 58 habe ich verbraucht. Na, immerhin habe ich auch 63 wieder eingesammelt. Okay, aber so spannend finde ich die Battles da irgendwie nicht zu spielen. Ja, so richtig losreißen kann ich mich nicht, weil irgendwie immer noch so kleine Sachen zu tun gibt. Aber ich höre jetzt an der Stelle dann auch mal auf. Ja, also soweit ein erster Blick auf Astrolords Ort Cloud, wo ihr eben die Möglichkeit habt, Basen zu bauen, gegen andere Spieler ins Feld zu ziehen. Ich finde es ein bisschen von der Bedienung und von der Übersichtlichkeit her zu umständlich, die ganzen verschiedenen Bereiche hier in Einklang zu bringen. Vor allen Dingen, dass am Anfang schon die Ressourcen so problematisch handhabbar sind, dass man eigentlich ständig schon was verliert, weil irgendwie noch gar nicht so richtig klar ist, was ich jetzt eigentlich wo bauen muss, damit ich genug Speicherressourcen habe und mir das ganze Zeug nicht verloren geht. Vor allen Dingen auch, was jetzt eigentlich die Bauarbeiter, die Workers an der Stelle machen. Okay, die haben jetzt hier schon wieder zu wenig Energie, das heißt, die muss ich jetzt upgraden, dafür hätte ich jetzt auch wieder genug Arbeiter. Aber bleiben die dann alle gebunden, weil irgendwie ist... Okay, also drei Arbeiter arbeiten hier aktuell oder werden die auch verbraucht? Also das ist irgendwie noch nicht so ganz klar, ob die Roboter so oft kaputt gehen und ausfallen, dass die dann gar nicht über längere Zeit verwendbar sind. Wäre an sich ein bisschen unlogisch, aber ja, also 5 Stück sind hier schon wieder weg, obwohl ich ja bis 55 produziert habe. Das heißt, das Upgrade ist anscheinend tatsächlich teilweise zumindest so eine Art Verbrauchsmomentum, dass das wirklich dann verloren geht. Ja genau, also die Captains, die ihr dann noch aufleveln könnt, der ist jetzt bei Stufe 2. Und insgesamt könnt ihr 6 der 7 Captain anscheinend auswählen. Mal gucken, wie weit, aber keine Ahnung, was für Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ihr da den nächsten bekommen könnt. Okay, also soweit die Folge angeschaut und ausprobiert mit Astrolords und bis zum nächsten Mal. Tschüss!